Heute müssen wir in Teardown Catnap Gott besiegen. Der Endgegner aus Poppy Playtime Chapter 3 jagt uns. In einer noch gefährlicheren Variante versucht er uns aufzuhalten. Und dazu kann er nämlich den roten Rauch verteilen. Wir haben in diesem Video 5 Leben, mit denen wir Catnap Gott besiegen müssen. Und je mehr Rauch er verwendet, desto gefährlicher wird es. Wenn der rote Nebel uns komplett erwischt, wird etwas sehr Gruseliges passieren. Schaffen wir das, diesen Catnap-Gott zu besiegen? Das erfahrt ihr in diesem Video. Und lasst ein Like da, Leute, weil er ist ziemlich gruselig. Ja, Leute, was geht? Heute gibt es ein weiteres Mal Catnap in Teardown. Allerdings heute nicht in der normalen Smiling Critters-Variante, sondern in der Endboss-Variante, in der Catnap-God-Variante. Und ihr könnt es bereits sehen, Leute, er schaut uns wirklich konstant an mit seinen Augen. Und wenn er will, kann er uns einfach angreifen. Oh Gott, yo, warte. Ich halte mich mal von diesem roten Rauch fern. Der ist nämlich viel gefährlicher als beim letzten Mal, wo wir in Teardown waren. Und wir haben ein Problem. Wir können keine Maske benutzen, mit der wir uns verteidigen können. Und er hat ebenfalls, Leute, diese Arme, die er benutzen kann. Und damit kann er sich verteidigen. Na, Catnap, hast du Bock, heute mal richtig von mir zerstört zu werden? Ey, Bruder, gib High Five. Hier, 3, 2, 1 und High Five. Leute, und ihr lasst auch mal ein Like da für ein High Five für Catnap. Dann gebt ihr euch auch eine Faust. 3, 2, 1 und ein Like da lassen und High Five. Alles klar, Kollege, aber genug Späße. Ich mach dich nämlich jetzt heute fertig. Was sagst du dazu? Oh, nein. Oh. Ist es dein Ernst? Ich habe schon ein Leben verloren. Ich habe nichts gemacht. Oh nein, das kann nicht sein und... Yo, ich sehe gerade, es ist ein bisschen rot geworden hier. Okay, Catnap scheint schon langsam seine ganzen Kräfte auszuspielen. Wir legen direkt los, Leute. Nehmen erstmal ein kleines Fahrzeug und probieren mal Catnap Schaden hinzuzufügen. Denn seine Hände lassen sich nicht zerstören. Außer wir schaffen es, beide Augen von Catnap zu zerstören. So, deswegen würde ich sagen, let's go! Oh Gott, Alter! Yo, wo wirft er mich denn hin? Oh, Hilfe, Leute! Catnap! Moment! Alter, ich habe eine neue Sprache erfunden! Wait! Oh, na, yo, ich könnte doch gut hier landen! Vorsicht! Junge, in diesem Video ist ja deutlich mehr TNT verfügbar als in allen anderen Episoden. Na, schade, Leute. Wir haben leider nicht sein Auge erwischt. Wir haben nur so ein bisschen von seiner Stirn erwischt. Aber das ist schon mal ein guter Anfang. Okay, alles klar. Leute, er ist auf jeden Fall richtig ready. Was machst du da mit deinen Armen? Ja, Kollege. Ich weiß nicht, was du... Oh, weg davon, weg da, Leute. Weg da von diesem roten Rauch. Oh nein, bloß nicht aufhalten. Den dürfen wir auf gar keinen Fall anfassen. Aber wenn der kommt, ist es echt gefährlich für uns. So, Leute, let's go. Catnap scheint hier seine Arme zu benutzen. Ist es wirklich so effektiv? Okay, alles klar, Bro. Warte, lass mich doch mal probieren. Okay, let's go. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Vielleicht können wir eine sanfte Landung machen. Na gut, wenn das so weitergeht, haben wir wirklich fast kaum Fortschritte und wir haben nur noch 4 Leben. Ich würde sagen, wir machen das Ganze ein bisschen anders. Wir tricksen ihn mal aus mit seinen Armen, weil er ist ja gefühlt unzerstörbar. Ich kann nichts... Oh. Okay, Leute, ich weiß nicht... Oh, nein. Nur noch 3 Leben. Okay, ich weiß nicht, Leute, was ich gegen ihn bitte ausrichten kann, aber wir kommen an seiner Verteidigung einfach nicht vorbei. Vielleicht nehmen wir etwas, das sich aufteilen kann. Wir müssen das Ganze ein bisschen schlau machen. Er macht schon wieder seine Hände bereit. Oh, nein, was war das gerade? Junge, wir sind gerade richtig durch ihn durchgestochen. Er hat sich selbst beschädigt, indem er uns da durchgenommen hat. Warte, das muss ich mir mal ein bisschen genauer anschauen, was da gerade passiert ist. Oh, meine Güte. Yo. Leute, wir haben ein Auge von Catnap erwischt. Wo ist die Pupille hin? Man weiß es nicht. Ich glaube, wir sind hier einfach durch.
Was ist hier passiert? Wo ist seine Pupille? Aber wir haben ein Auge schon mal zerstört. Und so wie es aussieht, sind wir hier auch wirklich richtig kritisch durchgestochen. Das ist das, was wir gebraucht haben, Leute. Das ist auf jeden Fall das, mit dem wir richtig Schaden hinzufügen können. Okay, Kettner. Oh nein, nicht der rote Raum. Nein. Moment, aber ich habe kein Leben verloren. Wow. Warum ist hier alles so dunkel? Leute, kann mir das jemand erklären? Was geht? Catnap? Warte mal. Da ist er, Leute. Wo bin ich eigentlich? Was ist hier passiert? Du begehst einen großen Fehler. Denkst du, du kannst mich aufhalten? Ich werde dir zeigen, was Visionen sind. Viel Erfolg! Wait. Ich bin immer noch hier. Ich habe noch 3 Leben. Aber es ist Nacht. Was war das gerade? Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr auch nicht gecheckt habt, was hier gerade passiert ist. Aber Catnap ist noch da und der sieht gerade richtig gruselig aus. Oh mein Gott, er ist noch gruseliger als bei Tag. Okay, alles klar. Oh, Junge, die leuchtenden Augen. Seht ihr diese leuchtenden Augen von ihm? Holy moly. Ich würde mich lieber hier verstecken. Oh, weg davon, weg von dem Rauch, weg von dem roten Rauch. Weißt du was, Catnap? Du willst es? Oh, ja. Okay, weißt du was? Ich nehme jetzt ein Fahrzeug, das sehr viel Schaden hinzufügen kann, wenn wir es richtig einsetzen. Aber es ist ein sehr großes... Nein, ich mache meine eigenen Autos kaputt. Oh nein. Okay, wir müssen uns beeilen, Leute, sonst mache ich meine eigenen Autos damit kaputt. Nein. Und ja. Ja, nein. Beeilung, Leute, Beeilung. So, okay. Kriegen wir das hin? Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Sehr gut. Okay, wir können jetzt hier abhauen. Oh, Alter, ich höre überall Explosionen. Kleines Fazit, Leute. Haben wir auf jeden Fall Catnap Damage gemacht? Ich glaube schon so ein bisschen. Es sieht danach aus. Wir haben ihm seinen Mund noch ein bisschen mehr Damage gemacht. Was mich sehr interessiert ist, was passiert, wenn wir diese Kette, dieses Amulett zerstören? Hat er dann keine Kräfte mehr? Wir werden das erfahren. Okay, bis jetzt verhält er sich noch relativ ruhig. Es scheint so, als wäre er gerade nicht so aggressiv. Ja, wahrscheinlich, weil es auch Schlafenszeit für diesen Catnap ist. Alles klar, ich versuche ihm mal ein bisschen mehr Schaden von unten hinzuzufügen. Vielleicht funktioniert das auch. Okay, und... Oh, nein! Ich fliege ganz weit weg von der Map. Und wenn wir da jetzt landen, verlieren wir ein Leben. Wenn wir da jetzt landen, verlieren wir ein Leben. Und wir haben so Glück, Leute, dass wir in der Ecke landen. Wir haben so ein Glück. Ach, was soll uns schon auffallen? Oh, der rote Rauch kann immer noch hier hinkommen. Was ist denn jetzt passiert? Boah, yo. Okay, meine Damen und Herren, jetzt ist hier Böses im Busch. Auf einmal ist es hier rot geworden und ich sehe so einen leichten Nebel auf meinem Display. Ich weiß nicht, ob ihr das auch ein bisschen erkennen könnt. Der rote Rauch setzt auf jeden Fall ein und wir dürfen nicht zu lange in diesem Zustand bleiben, denn sonst werden wir Visionen erhalten. Das ist das, wovon Catnap geredet hat. Wir müssen also irgendwie versuchen, mit mehr Fahrzeugen mehr Damage zu machen und damit ihn stoppen. Okay, ich glaube... Oh, Alter, haben wir gerade Glück gehabt. Ich dachte schon, das war's mit diesem Fahrzeug. Na los, Leute, wir müssen ihn in einem unachtsamen Moment erreichen. Hätten wir doch nur besseres Aim. Oh, Moment. Wir haben eine zweite Chance. Und oh, wait, Leute. Achtung. Jawohl. Let's go. Aber bitte nicht. Oh, nein. Jetzt habe ich nur noch 2 Leben. Komm schon, wenn wir dieses eine Auge erwischen, wird Catnaps seine Hände immer noch benutzen können, aber wir können sie dann zerstören. Das ist eine gute Sache. Wir nehmen jetzt einfach mal ein Polizeifahrzeug. Vielleicht können wir damit irgendwie da drankommen. Es ist echt schwierig, sage ich euch. Ganz ehrlich, Leute. Das wird echt schwierig. Wir haben hier keine Power-Ups oder so. Yo. Oh! 200 km/h fliegen wir hier hoch in die Luft, Leute. Und jetzt ist die Frage, wo landen wir? Oh nein. Bitte nicht in den TNT. Bitte nicht. Oh, Junge, ich habe mich gerade so gerettet. Aber wisst ihr, was das bedeutet? Wir haben es geschafft.
Leute, wir haben Catnaps zweites Auge beschädigt und das bedeutet, seine Arme sind jetzt nicht mehr Moment mal kurz, was? Hat er sich gerade irgendwie den Arm gebrochen? Es sieht nicht so, Leute, als wäre er in der falschen Richtung irgendwie geknickt. Das sieht auf jeden Fall nicht so gesund aus. Oh ja, er hat sich den, glaube ich, wieder eingerenkt. Oh, ja, er hat sich gerade wieder eingerenkt. Ekelhaft. Okay, wir sollten uns jetzt wirklich schleunigst beeilen, Leute. Das ist jetzt langsam echt kritisch. Also, Catnaps Arme sind jetzt endlich zerstörbar. Und ihm gefällt das nicht. Ihm gefällt das nicht. Der Rauch setzt mehr zu. Der wird immer heller. Okay, Leute, man sieht es. Die Atmosphäre um sich herum verändert sich immer mehr. Und dieser rote Rauch wird immer stärker. Ah! Was ist gerade passiert? Nein. Ich habe nur noch ein einziges Leben. Leute, das hat mich gerade übelst gejumpscared. Das war gerade richtig gruselig. Ich habe keine Ahnung, wie das Teil aus dem Nichts explodiert ist, aber ich glaube, es lag daran, dass Catnap diesen Raucheffekt benutzt hat. Ich kann mich also nicht in ein Explosivfahrzeug setzen. Das würde das Fahrzeug explodieren. Lass es mal nur kurz anhand seines Beispiels testen. Catnap, kannst du mich holen? Oh Gott, ja, er holt mich halt wirklich. Okay, ich stelle mich mal ganz hier schüchtern in diese Ecke. Ich weiß nicht, ob dann was passieren wird. Und ja, es sieht danach aus, als würde er... Ja, Leute, der rote Rauch ist ganz gefährlich. Okay, alles klar. Letztes Leben. Und Catnaps Arme sind... Vorsicht! Wo fahre ich hin? Ich bin so ein Depp. Oh, yo. Alter, das wäre jetzt das Ende der Challenge gewesen. Das wäre jetzt das Ende der Challenge. Kann das Fahrzeug jetzt verlassen? Oh! Holy moly, Leute. Das war gerade richtig gefährlich. Ach, guckt euch diesen Dämon an, Leute. Guckt ihn euch mal an. Schaut euch sein Gesicht an. Dieses leere Gesicht mit diesen roten Augen und diesem Catnap-Rauch. So, wisst ihr was? Komm, wir nehmen jetzt einfach ein random Auto. Und wir fahren jetzt einfach gegen seinen Arm und... Ja, man kann da durch. Man kann durch seinen Arm jetzt durch. Und ich hab's geschafft. Leute, er ist zerstörbar. Catnap ist zerstörbar. Achtung, volle Kanone jetzt hier drauf. Sehr gut. Und bloß nicht explodieren. Nice. Oh, Leute, das spielt ihm auf jeden Fall in die Karten. Und wisst ihr, was ich jetzt benutzen werde? Den XXL-Schredder. Und der wird Catnap Arme komplett wegschreddern. Aber Moment, einen Augenblick. Du musst dafür erstmal in meine Nähe kommen. Leute, wir werden jetzt testen, ob die Arme wirklich zerstörbar sind. Na los, Kollege. Er macht hier einfach Kamehameha. Macht er hier einfach, Leute. Und Achtung! Ja! Ja! Wir können die Arme zerstören von Catnap. Und er ist irgendwie... Oh, yo. Also, aber der Arm, der will irgendwie nicht so richtig kaputt gehen. Ja, entweder ist der immun, aber wir geben unser Bestes. Und ihr seht, Leute, das ist sehr effektiv. Oh, Junge, wir könnten ihn schlagen. Oh. Nein. Nein, das hat er nicht gemacht. Oh, Vorsicht von dem Schredder. Was passiert eigentlich, wenn ich in den Schredder reinspringe? Gehe ich dann selbst drauf? Ey, der Schredder haut ab. Laufender Schredder unterwegs. Oh Gott, das ist jetzt... Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Der Schredder macht gerade hier alles kaputt. Okay, Leute, die Lage sieht nicht gut aus. Immer mehr Fahrzeuge sind nicht fahrtüchtig. Das kann nicht sein. Catnap macht alle Autos kaputt. Jedes Auto, in das ich einsteige, kann ich nicht fahren. Oh, Moment, das ist möglich, Das klappt, Komm, egal. Wir machen jetzt einfach. Komm, ist jetzt völlig egal. Wir fahren drauf. Ja, let's go. Ah, komm schon, nicht in den roten Rauch reingehen und jetzt Vollgas, Leute. Catnap muss gestoppt werden. Wir müssen ihn zerstören. Achtung, fertig, los! Ja, jawohl, yes, ja, oh, Achtung, seine Arme sind ein bisschen kaputt. Oh, Mann, ey, der ist wirklich ein dicker Brummer, sage ich euch. Der ist wirklich ein hartnäckiger. Wow. Okay, ist das, kommt das nur so mir so vor oder ist der, die ganze Atmosphäre hier gerade rot und ihr seht den Nebel, der ist so dicht mittlerweile. Wir haben jetzt echt ein großes Problem. Ich brauche ein Fahrzeug, das ihm richtig Schaden hinzufügen kann und mit richtig meine ich richtig Durchschlagskraft. Jawohl,
Jawohl. Der war nicht schlecht. Und wir haben gerade so überlebt. Gerade so. Dieses TNT ist sehr gefährlich. Wenn wir noch einmal getroffen werden, dann war es es mit uns. Und jetzt sind wir wieder hier, Leute. So, welches Fahrzeug könnte gut Damage machen, aber ohne uns selbst zu zerstören? Anlauf nehmen, Anlauf nehmen, Anlauf nehmen. Und jetzt volle Kanone ins... ins Nichts. Volle Kanone ins Nichts. Na los, Catnap. Gibt's irgendwas? Leute, vielleicht haben wir einen Joker. Vielleicht können wir irgendwas benutzen, das uns hilft. Lasst jetzt alle mal einen Daumen nach oben da. Wir brauchen Hilfe. Ich glaube, wir schaffen es sonst nicht. Alle mal ein Like da lassen. In 3, 2, 1 und... Wow, lol. Schwarzes Loch. Was ist das denn? Okay, ich habe das noch nie gehabt, das Item. Schwarzes Loch, was kann das bitte? Catnap, du wirst das Teil jetzt nicht anfassen, okay? Du wirst es nicht anfassen. Ich schmeiße es hier auf Catnap drauf. Mal gucken, ob das was macht. Irgendwie sieht es gar nicht danach aus, als würde das Item irgendwas machen. Ich habe das Gefühl, das war einfach das... Ich habe es komplett vergeigt. Leute, es tut mir leid. Ich habe es komplett vergeigt mit diesem Item, oder? Wir müssen weitermachen. Der Rauch, der rote Nebel wird immer... stärker. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, Leute, ganz große Geschütze aufzufahren. Wir nehmen als nächstes den XXL-Wagen, den größten Wagen in Teardown, und zwar den Kipplaster. Und der Kipplaster ist, glaube ich, sehr wohl in der Lage, Catnaps Rauchfähigkeiten auszuschalten. Wir müssen das Amulett nehmen. Leute, das Amulett von Catnap muss kaputt gehen, dann könnten wir es schaffen. Leute, Achtung, volle Kanone auf sein Gesicht und aufs Amulett drauf! Ja! Ja! Wow, wow, wow! Wow, wow, wow! Wow, 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 wow! Leute, Leute, was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Ich muss mir das jetzt ansehen. Leute, ist gerade Catnaps Kopf runtergefallen? Wir gucken drauf. In 3, 2, 1. Ja! Wir haben Catnap. Aber ich verstehe eins nicht. Warum steht er noch? Ist er immer noch da? Oh Gott, das... Wo kommt denn diese Musik auf einmal her? Leute? Was ist das? Eine Musik? Okay. Die Musik ist jetzt echt gruselig. Und dieser Rauch ist immer noch da und der wird immer stärker. Was ist hier los? So. Wow. Wo kommt das you jetzt auf einmal her? 20 was denn? Minimum safe was sind 20 Sekunden? 20 Sekunden für was? Wo? 15. Wo? Moment, Leute, ich dachte, ich habe Catnap besiegt. Moment. 10. Oh. 9. Nein. 8. Nein. 7, oh Gott, 6, Alter, der Laserstrahl. 5, nein, der wird mein Auto zerstören. 3, nein, Catnap. 2, bitte nicht. 1, das sind meine besten 0. Autos. Bitte. Nein. Oh, yo. Der Schlag war gar nicht so krass, wie ich dachte. Okay. Okay, also hier schweben langsam Sachen in der Luft. Diese ganzen Fahrzeuge sind alle unbrauchbar. Alle von hier sind kaputt. Wir haben aber noch einen tapferen Panzer, glaube ich. Diesen tapferen Panzer, der hat es irgendwie noch überstanden. Und Leute, wir werden jetzt Catnap komplett stoppen. Wir werden ihn jetzt zerstören. Ich probiere es jetzt wirklich mein Bestes zu tun. Let's go, Leute. Er ist aus irgendeinem Grund immer noch da. Ich weiß nicht, woher er den Rauch macht. Na los, Achtung. Bam. Zack. Oh, yo, das war gut. Wow. Okay, so wie es aussieht, kann Catnap.exe, also Catnap.gott, ohne diesen Kopf überleben. Er ist immer noch irgendwie in der Lage, Schaden hinzuzufügen. Und wir müssen ihn wirklich jetzt... Wait, seht ihr das? Hey, Catnap, mach das normal. Ja, ganz genau. Ich glaube, er macht sich gerade ein bisschen Schaden selbst. Oh, währenddessen brennt einfach der Doppeldecker im Hintergrund ab. Okay, weiter geht's, Leute. Konzentrieren wir uns dieses Mal auf die Beine, Leute. Konzentrieren wir uns auf die Beine. Und? Hat's was gebracht? Ja, nein. Und wir haben noch ein paar Fahrzeuge. Oh, die Busse, die haben es überstanden. Leute, die krassen Busse, die sind gut. Die sind stark, die sind strong. Die sind sehr... Oh, ja! Jawohl! Ein Bein von Catnap ist ab. Jetzt fehlt nur noch der zweite. Oh, er versucht mit allen Mitteln. Er versucht es mit allen Mitteln.
Aber ich glaube nicht, dass er es schaffen wird. Beeilung, Leute. Beeilung, Beeilung. Wir haben nicht mehr viele Versuche, bevor wir komplett durchdrehen. Komm schon. Wir haben nicht mehr viele Versuche übrig. Ich weiß nicht, wie viele es sind, aber es neigt sich dem Ende. Oh, oh. Ja, Moment. 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 Komm schon, jetzt. 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 Go. 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 Oh, ja. Yes! Let's go! Let's go! Oh mein Gott! Was passiert gerade? Freunde, was passiert gerade? Seht ihr es? Catnap zerstört sich gerade selbst! Er zerstört sich gerade selbst! Junge, das muss ich mir gerade anschauen, Leute. Was passiert hier gerade? Wow, er versucht mich zu greifen! Aber in der Zwischenzeit macht er sich dadurch selbst kaputt! What's going on? Wow! 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 Yo, 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 yo! Yo! Habt ihr das gerade gesehen? Catnap ist in zwei Teile zerteilt worden. Okay. Wow, Hilfe. Wow, 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 wow. Moment mal kurz. Was geht denn hier ab, Alter? Der Arm kann auf einmal fliegen. Okay, das müssen wir zerstören, Leute. Das müssen wir auf jeden Fall zerstören. Oder ich weiß gar nicht. Achtung. Oh. Alter, war das hell. Leute, wir haben es. Wir haben es geschafft. Wir haben Catnap Gott besiegt. Oh, oh, Achtung. Junge, wir haben noch die Überbleibsel von Catnaps Teilen hier. Und was für eine riesen Damage hier gemacht worden ist. Guckt euch mal diese Zerstörung auf dieser Map an. Was wir alles getan haben, um Catnap zu besiegen. Und es ist tatsächlich geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Freunde, damit würde ich sagen, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da für die nächste Teardown-Episode und schreibt gerne in die Kommentare, wen wollt ihr als nächstes? Wollt ihr Poppy aus Poppy Playtime haben? Oder vielleicht doch Mami Longlegs? Ab in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus und rein und ciao.